Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel Eine Mafia Tycoon Manager. Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe es mir gerade runtergeladen. Ich werde es jetzt mal starten. Schade, geht nur diese Ansicht. Eine Twiller-Nachricht. Auf 25. Okay. Geht ganz blöd. Ja. Oh, kostet 2000. Wie groß ist denn die Stadt hier? Das sind nur die zwei Gebäude. Okay. Gibt's hier nicht automatisch einen Mann, der das immer einsammelt? Thank you.
Okay, das gehört der Mafia. Ah, die Bar danach. So, geht jetzt schon. Das geht hoch. Dann nicht. Irgendwie hakt das Spiel so ein bisschen. Ah, siehst du, geht doch. Da muss ich jetzt irgendwie nur noch da Leute kaufen.
Ein Tresor. Öffnen. Oh, das ist gut. Die Arbeit muss hier wieder. Ah, ne, bräuchlich. Nice. Oh, warte, da war noch was. Wenn ich bei dir das Automatik ausschalte. Ach, geht nicht. Und bei denen? Auch nicht. Millionen. Millionen. Ach je. Ach, Tresor. Öffnen. Und wieder auf die Straße und zuweisen. So, nächste Stadt. Neue Straße. Los geht's. Mal schauen, was jetzt Neues dazu kommt. Bestätige.
Kollegen nehmen 4 Gebäude. Okay. Keiner geeignet dafür. Ach, so ein Mist. Dann erstmal Knete sammeln. Wir spielen nicht um Geld, wir spielen um Knete. Habe ich in Dresden auch Schlüssel? Leider nicht. Beim Fordern geht nicht. Löschen geht. Ach, erst auf Rang 5. Okay. Dann muss ich da noch ein bisschen warten. Ich bin Rang 3. Gleich habe ich 500 Knete. Jetzt soll ich es automatisch machen, aber hier will doch keiner rein. Ach, da, Tresor wieder. Bestätigen. Straße. Ach, wo ist er? Einmal vielleicht rausgehen. Und jetzt? Ah, jetzt. Okay. Dann übernehmen wir jetzt das nächste Gebäude. Eine Tankstelle. Oh. Tankstelle übernommen. Oh.
So, jetzt sind alle Level 2. Straße, schauen wir, wie viel Geld hier ist. Oh, nein. Die sind stärker. Ich brauche bessere Zigarren. Wie kommt man daran? An die Zigarren. Jawohl, der erste, der zweite, der dritte, der vierte, ja. Das sind 80 Zigarren. Sammeln. Sammeln. Jetzt müssen wir noch die Leute verbessern. Bei Capo. Okay. Boah, ich habe ja 1000 Zigarren. Mache ich alle auf Level 10? Dann müsste ja erstmal für den Anfang reichen. Ah, geht ja gar nicht. Ich habe nur noch 40. Ah, scheiße, Mist. Na gut, aber das wird jetzt auch reichen. Wir übernehmen das ganz locker jetzt. Kampf. Jetzt übernehmen wir das hier auch nochmal. Oh, da fehlt noch einer. Werde ich trotzdem gewinnen. Obwohl ich einen verloren habe, aber trotzdem gewonnen. Habe ich schon, habe ich schon. Habe ich schon auch drin. Ist das schon fertig? Zurückziehen. Zuweisen.
Warte mal, da Tresor leuchtet wieder. Den nächsten Kapo. Vierhundert Zigarren. Wie komme ich hier raus? Straße war das. Ich glaube, ich habe das hier so schnell gemacht, weil hier wird ja noch gekämpft. Ich gehe auf Kapo. Okay. Und wieder auf die Straße. Gesamtlevel der Geschäfte auf 20, ja, auf 250. Ja, jetzt schützt das Spiel ab, wa? Er arbeitet schon. Nur hier arbeitet keiner. So, Quest fertig. Jetzt geht es bestimmt zur nächsten Straße. Auf Level 25. Verbessert. Sammelknete 1000, 5000. Obwohl, das geht ja ziemlich schnell.
Und habe ich hier noch ein Kapo. Der arbeitet bestimmt in das Haus. Bestimmt. Jawohl. Da brauche ich jetzt nur noch hier einsammeln. Das war die letzte Quest. Jetzt sind wir im nächsten Level. Ich würde gerne wissen, was beim Büro jetzt noch frei ist. Überspringen. New York. Ja. Na, müsste ich trotzdem schaffen. Weisen wir ihn erstmal dazu. Büro. Endlich Büro. Videoboost. Ah, ich kann ein Video schauen. Da ist Free. Ah, ein Gratis-Tresor. Ein Kapo. Den habe ich doch schon. Leuchtet immer noch eine 1. Tresor. Ah, ich habe einen blauen Tresorschlüssel. Und cool. Das heißt schon mexikanische Mafia. Naja, der Mexikaner fällt zwischen den Italienern ja gar nicht auf. Ah, da ich den zweimal habe, kann ich jetzt einen zweiten Stern holen. Gut zu wissen. Jetzt machen wir bei denen mal schnell. Machen ein Level. Und gehen schnell in die Stadt zurück. Wir müssen ja Geld scheffeln. So, das muss jetzt erstmal reichen. Nee, auf 100. Ah, ihr habt ja gesehen, ich habe sie uns auf maximal von einmal gestellt. Seitdem man ist es immer auf maximal. Dann levelt er dein ganzes Level auf oder bis dahin. Wo ich hin muss. So, jetzt soll ich die Bar einnehmen. Wird gemacht.
Einnehmen. Okay. Jetzt soll ich zum Zigarrenkampf gehen. Aber erstmal machen wir hier noch. Jetzt ist mal die Frau rein. So. Kampf. Zigarrenkampf. Kämpfen. Mal schauen, mit welchen wir mitnehmen. Oh, der ist doch viel besser. Okay, und kämpfen. Stärkste ist immer noch der da oben. Obwohl eigentlich der stärker ist. Bestimmt wegen die Zusatzfähigkeiten. Okay, gehen wir wieder in die Stadt. Holen die Belohnung ab. Noch ein Zigarrenkampf. Dann halt noch ein Zigarrenkampf. Ah, doch. Das haben wir auch noch. Zurück in der Stadt einnehmen. Das Bordell sollen wir übernehmen. Okay. Ich glaube, ich muss da wieder Leute verbessern. Automatisieren geht auch. Komm, wir weisen Sie dazu. Und hier machen wir den dann rein. Und ein Kapo wieder. Na gut, dann kriegt er jetzt 2 Sterne. Kapo. Da ist er. 2 Sterne. Auf Level 10. Kriegt den auf Level 10. Nein, aber auf 9. Okay. Und gehen wieder auf die Straße. Geld sammeln, einfordern. Meine Geschäfte bis zu 300. Oder 45. Ja, doch. Für mich aus. Jawohl. Automatisieren. Kommt den Wrestler hier rein. Schauen wir mal. So. Wie teuer ist das? Ach, so teuer. Und hier? Ja, das machen wir. 25. 50.
Okay. Aber die nächste Quest geschafft. Tausend Knete. Das dauert ein bisschen lange. Was soll das denn sein? Nochmal anschauen hier. Und ein Herzchen. Sieht doch voll witzig aus. Na gut, weiter. Was war das da? Okay. Naja, muss ja gearbeitet werden, ne? Noch nicht ganz auf. Ah, jawohl. Jawohl. Auf 50. Jetzt muss ich den auf 50 verbessern. Ich hole den noch schnell noch auf 100. Perfekt. Oh, da. Das heißt, der Strich heißt, glaube ich, Level fertig. Jawohl. Das heißt nur, ich kann aufleveln. Wenn ein Strich über dem Pfeil ist, heißt es, es geht bis zum nächsten Abschnitt. Wer kriegt das als erstes hin? Der, der, der oder der? Das bis zum nächsten Abschnitt geht. Ah, okay. Die Wurst hier. Und der nächste fertig. Sammel 2 AA. Also ich denke mal AA, das wird schon ein bisschen länger dauern. Setzen wir uns so hin, dass wir alle vier sehen. Und dann würde ich sagen, hiernach ist dann auch vorbei. Wir haben ja schon alles freigespielt. Kurz das Büro gleich nochmal kurz genauer anschauen, was da ist.
Geh mal bei Capo rein. Schau mal, irgendwie verbessern. Der sollte noch mal einmal verbessert werden, dass es auf Level 10 ist. Der einmal auf Level 10. Wichtig, das ist ja auch wieder Anführer, der hat hier die Skills, die anderen nicht. Oh, der hat auch ein Skill. Also der Skill für Geld. Ach so, aber nichts für den Kampf. Das ist nur für Haus. Das ist für Kampf. Also die beiden haben einen Skill. Und die anderen nicht. Gut. Also die beiden müssen auf jeden Fall mit dabei sein, wenn ich kämpfe. Die anderen sind nur gut für Geld oder so. Nachricht, bin ich jetzt Level 5? Level 4. Ah, das ist wahrscheinlich, weil ich in Straße 4 erst bin. Nächstes Level könnte ich dann... Nächstes Level könnte ich dann meinen Brief aufmachen. Nochmal ein Zigarrenkampf. Also der und der sind meine beiden wichtigsten. Die anderen eigentlich nicht so. Wieder eine Straße gehen und weiter Geld scheffeln oder Knete, wie es ja hier heißt. Bei welchen aus kriege ich die nächste Stufe? Was gibt's denn noch sonst hier? Nichts. Das ist mal ein sehr kleines Feld. Upsala. Aber es reicht ja auch. Welches Haus kriegt die nächste Stufe oder wird die Quest der fertig sein? Das ist hier die Frage. Das ist kleines Rennen. Ich denke mal, die Quest wird bestimmt der fertig sein. Guck mal, ich brauche nur noch ganz bisschen, dann ist die Quest fertig. Was bedeutet das hier eigentlich? Ah, okay. Zum Kaufen. Also von allen sind die Spiele sowieso fast alles ziemlich gleich. Immer mit Geld einsammeln. Okay, nicht immer. Da gibt es ja noch Idle Area. Ist auch ganz nett. Von allen die Spiele finde ich ganz gut eigentlich. Ja, mir gefällt es. Mir gefällt es. So, neue Straße. Aber ich glaube, das Spiel hat noch ein bisschen Probleme, weil das hakt manchmal,
So, wir sind jetzt Rang 5. Erstmal holen wir uns ein Gebäude, damit gleich schon mal Geld fließt, ja. Den weg, den rein. Okay. Ach, ganz locker. Sammel Zigarren, 400 Stück. Okay. Öffnen wir mal einen Tresor. Den nächsten Kapo. Haben wir den schon? Kapo. Nee, haben wir noch nicht gehabt. Hat der was für einen Kampf? Hat er auch nicht. Dann kommt jetzt mal die Nachricht rein, auf die ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Vor 52 Minuten habe ich die gekriegt. Und jetzt kann ich es endlich aufmachen. Und nochmal ein Kapo bekommen. Ui, ein Ultra. Starken Kapo. Bis auf Level 5 erst. Wie Schaden macht die? 350. Und der hier? 285. Naja, nicht schlecht. Vorräte. Ah. Können wir Truhen öffnen? Eins, zwei, und oder epischen. Episch. Wie? Ich wollte schon sagen, kommen da noch welche? Episch. Die habe ich gerade schon mal gezogen. Und der letzte. Ein Japaner. Japanischer Kapo. So, jetzt schauen wir mal. Hier ist der eine Punkt. Auf Level. Hier ist der andere Punkt. Auf Level. Und die hat jetzt auch noch einen Punkt. Auf Level. Der hat auch noch einen Punkt. Ah, der hat noch einen Punkt. Jetzt brauche ich die blauen ja gar nicht mehr. Guck mal, ich habe hier episch und einen legendären. Allerdings habe ich nur 0 Zigarren jetzt. Die muss ich auch noch irgendwie aufleveln. Scheiße. Das heißt, ich muss einmal kurz zur Straße gehen. Geld sammeln. Noch mal und noch einmal. Jawohl. So, gehen wir in den Kampf rein. Nimm schon mal die hier.
nehme jetzt mal alle weg. Fangen mit der an. Dann den. Ach, die werden immer direkt nach Stärke sortiert. Das ist es doch. Aber das ist doch mein wichtigster hier eigentlich. Ach, egal. Nice. Schon wieder ein Tresor? Jetzt. Und den habe ich. Den habe ich. Wo ist er da? Achso, der verfällt. Jo, Leute. Ich würde sagen, das war's dann. Ich level nochmal hier kurz ein bisschen auf. Level 5. Und den auch nochmal auf Level 5. Und sind das meine stärksten jetzt. Gut. Tresor gibt's nichts. Straße gibt's hier noch irgendwo einen roten Punkt. Ich kann das hier noch einmal komplett. Das war's dann. Ich werde jetzt das Spiel verlassen. Jawohl. Werde mein Ticket einsammeln. Und ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.